Hallo und herzlich willkommen bei HobbyGamer, ich bin Markus und heute gibt es ein Video von mir zu Dissidia Opera Omnia. Eins meiner Lieblings-Handy-Games, das es gibt. Ja, kommen wir gleich dazu. In diesem Video geht es darum, dass ich euch erzähle, wie ihr euren Charakter stärker macht. Es gibt verschiedene Aspekte und um die werde ich mich kümmern, was mein Maus eigentlich hier ist. So, das erste, ich zeige das jemand an Cecil. Also, größtenteils an Cecil. Aber Paladin Cecil, ne? Den kriegt ihr im zweiten Akt. Also ist nicht mal die Event-Einheit. Das ist das Tolle an dem Spiel. Ihr kriegt richtig viele Einheiten. Und es gibt richtig viele Catch-Up-Mechanics, mit denen ihr die Sachen kriegen könnt. Aber schauen wir es mal. Mein Cecil, also Paladin Cecil, ist 68. Das heißt, die erste Art und Weise, wie man stärker werden kann, ist, dieses Level hier zu steigern. Das ist aber auch das, eigentlich nicht das Wichtigste von allen. Aber eben halt, das könnt ihr steigern, indem ihr mit dem spielt. Quests macht drum dran. Aber es gibt auch es gibt auch solche Art Federn, Schokofedern, mit denen ihr auch noch Erfahrungspunkte verteilen könnt. Ich finde, das ist der wichtigste Bereich, um hier eure Charaktere zu verstärken. Hier Level Up, da könnt ihr die Chocobo-Feder benutzen. Gehen wir jetzt mal hier, machen wir direkt nur hier 4. Hier Paladin Cecil. Ich könnte jetzt hier Auto machen und dann ist er 70 zumindest. Also ihm halte ich für. Wir brauchen ein paar. Kann man mal machen, ist aber nicht unbedingt so wichtig. Jetzt seht ihr, ihm halt ist ein bisschen gestiegen, aber auch nicht unbedingt sehr viel. Die Werte sind eigentlich selbsterklärend. HP ist, wie viel Leben sie haben. Initial Brave ist eben halt, wenn sie gebrochen worden oder eben halt hier, ab wann sie dann wieder gebrochen werden können. Max Brave ist eben halt die maximale Menge an Brave, die man ansammeln kann. Und Angriff ist Angriff und Death ist Verteidigung. Ja. Erster Weg ist immer Stufe steigern. Zweiter Weg ist, Crystal Strength zu steigern. Und das zeige ich euch mal jetzt an. Hier. Hat etwas mehr Einfluss als die Stufe. Ihr seht, hier gibt es einige passive Fähigkeiten, die man kriegen kann. Und auch noch ein paar Command Skills. Besonders wichtig hier, eigentlich mindestens müsst ihr einen auf 20 haben, damit ihr den zweiten Command Skill habt. Aber ich zeige euch das mal eben halt. Hier Filter machen wir jetzt weg und Type 0. Denn gerade hier erst neue Charakter. Und hier seht ihr die. All die hier könnt ihr, also die ersten vier könnt ihr jederzeit farmen. Ne? Und die gibt es immer bei Events, aber die gibt es genügend. Mal sehen, wie weit könnt ihr ihn jetzt steigern. Ich könnte ihn bis auf hier bringen, weil ich zu wenig von denen hier habe. Aber 60 ist immer, also 50, dann 51, dann kann er Level 60 erreichen. Und ja, also wie gesagt, das ist sehr wichtig, um einen Charakter zu steigern. Bei Cecil ist schon 70. Ja. Kommen wir zum nächsten. Hier wird es immer ganz viel sein. Und die Blooms kann man auch machen. Aber Artefakte sind auch immer sehr wichtig, weil hier ihr dadurch auch noch passive Sachen kriegt. Und manche haben auch passive Fähigkeiten. Ich zeige es eigentlich jetzt mal kurz an Cecil. Meistens geht man auf Max Attack und Max Bravery. Das ist das, was man sich am meisten rausholt. Also das ist hier der Gegenstandtauschshop hier unten, der Muggel. Und dann gehen wir. Das sind eben halt von den ganzen Events, die Tokens, die man kriegt. Ja. Aber gehen wir jetzt mal hier. Artefakt Token Exchange. So, ich möchte nur von Cecil haben. Um zu zeigen. So, und muss Paladin Cecil. Hier.
Ich hole mir mal ein paar. Mal sehen, wie viel hole ich. 15. Anscheinend habe ich nicht mehr Platz. Aber es reicht auch, um es euch zu zeigen. Ja? Also eben halt, wie gesagt, hier bei Artefakt Token Exchange könnt ihr euch noch was holen. Meistens gibt es auch eine Mission, wo ihr etwas noch kriegt, wenn ihr euch Artefakt Missions holt. Also eben halt, jedes Event hat geboostete Charaktere und die, wenn ihr den Artefakt Sachen holt, dann kriegt ihr eben halt eine kleine Belohnung. Ja. So, Paladin, Sessel, ein Auto. Und mal sehen, was kriege ich jetzt. So, welche Passiven habe ich da? Audio Guess Me Light Boost. Muss ich mal gucken, was es bringt. Aber ist gar nicht so schlecht. Hier. Am besten ist es hier, wenn hier nur 8 steht. Das ist aber auch per Zufall. Also das Beschissenste, was man machen kann, ist eigentlich Max Life, dann plus Death. Und ja. Das ist das zweite. Blooms, das könnt ihr euch auch beim Store holen. Zeige euch mal kurz. Habe ich für Cecil schon gemacht. Ja. So, hier ist Blumen Token Exchange. Die kriegt man immer durch Events und sowas oder holt ihr euch so ein. Und ja, das bringt dann immer die ein hier AA Skill, den man durch die Crystal Dingens erlernen kann, verstärkt noch. Ja. Komme ich zu den Training Boards. Hier schauen wir mal. Also es gibt vielleicht, wenn ihr eine Beschwörung auf 20 habt, dann könnt ihr eben halt die Verbesserung, also verbesserte Teil machen. Und dann könnt ihr Punkte sammeln, die ihr investieren könnt. Und ich zeige euch das einfach mal jetzt. Was in, hier habe ich genug White Points, ich zeige es euch hier mal. Ich hole mir ein paar hier rüber. So, und meist, ihr könnt euch auch Auto machen. Das sind auch nochmal, das sind einfach passive Sachen, die nochmal verstärken. So, und da kriegt ihr noch sowas. Und das hier sind noch passive Fähigkeiten, die ich noch erlernen könnte. Davon könnt ihr euch nur drei aussuchen. Also eben halt pro hier Knoten einen aussuchen. Und die sind ausrüstbar, aber mit 2 CP. Das geht eigentlich. Das ist eben halt recht günstig. Aber es kommt schon was zusammen, wenn ihr alle neuen Boards hier habt. Dann ist es jetzt so, dass ihr in Events Punkte sammeln könnt. Ich zeige es euch einfach mal. So. World of Illusions. Hier sind die, zum Beispiel die World of Illusions Ultimate. Da könnt ihr eben halt dann die Punkte sammeln. Da gibt es eben halt bisher zu neuen Charakteren, zu neuen Beschwörungen was. Und hier, solange das Event aktiv ist, könnt ihr 5000, außer ihr holt euch den Mogelpass, diesen besonderen Pass da, der das erste Mal umsonst ist, für 30 Tage, dann könnt ihr eben halt 10.000 Punkte sammeln. Da es kein PvP-Spiel ist und man eigentlich in seinem eigenen Tempo was machen kann, finde ich, es bringt was, Geld zu investieren, ist aber nicht zwingend notwendig. Das ist etwas, was ich immer sehr schön finde, wenn ein Spiel nicht PvP ist. Hier ist es so, bei den Beschwörungen ist es so, dass ihr mit dem Charakter kämpfen müsst, damit ihr Punkte sammelt. Und es gibt dann diese Wild Points, die man noch übertragen kann. Ja. Aber bei diesen hier Achievement Points ist es so, dass es egal ist, mit wem ihr spielt, weil die werden nicht auf einen Charakter gebunden, an einen Charakter gebunden, sondern die werden gesammelt in einen Pool und dann könnt ihr euch könnt ihr was ausgeben. Jetzt hier kann ich die Skills verstärken. Dadurch.
Diese Knoten sind freischaltbar, je nachdem, wie weit ihr seid. Hier, zum Beispiel, hier muss Cecils Crystal-Stärke auf 20 sein, um den Bereich freizuschalten. Und hier müsste ich hier eine Waffenpassiv haben. Dazu komme ich jetzt, um es euch auch einmal zu zeigen. Weil nämlich ganz wichtig, um euren Charakter stark zu machen, ist einfach, dass ihr die Waffen bekommt. Die kriegt ihr zum Teil hier. Durch solche Draws. Ich kann ja mal hier zeigen. Hier gibt es mal verschiedene Waffen. Das Beste, also eben halt bei einem 10er-Pull. Hier habe ich jetzt die 15 CP-Waffe bekommen von ihm hier. Ich vergesse mal wieder seinen Namen. Und so kriegt ihr Ausrüstung. Die andere ist immer hier zu ignorieren. Auf jeden Fall, hier machen wir Draw Info. Hier, Burst. Immer hier ist momentan die von Noctis bei ganz vielen Bannern. Ist auch richtig stark. Normalerweise habt ihr eine Chance von 0,1%. Bei einem 10 plus 1 Pull habt ihr Chance von 3%. Dass die da dabei ist, nicht bei jeder einzelnen Waffe da. Und es ist so, dass der 10. Pull, der plus 1 Pull immer eine 5-Sterne-Waffe oder eine Burstwaffe ist. Es gibt von Waffen verschiedene Stärken. Gehen wir jetzt mal hier. Ich wollte jetzt Cecils Waffen verstärken. Dann machen wir Remove All. Ist aus 4. So. Hier. Sein 15 CP Bonus habe ich schon. Das heißt, deswegen ist hier ein Haken. Aber ich habe. Die beste Waffe, die es momentan für Cecil gibt, ist die EX-Waffe. Und ich habe auch die 35 CP. Habe ich auch schon mal drei Dinger bekommen. Also ich verbessere das jetzt mal mit den Orbs hier. Oder ich kann auch ausgedehnte Waffen nutzen. Und ja, verdammt. Jetzt seht ihr. Marktlimit Break und auf Max Level verändert die Farbe. Dadurch kriege ich jetzt das noch ausrüstbar, 20. Das ist nämlich halt, die Charakterwaffen haben einen Bonus. Und den könnt ihr nur ausrüsten, wenn ihr die Waffe gemaxt habt. Und jetzt habe ich die Waffe hier gemaxt. Also ausrüstbar, das Artefakt passiv. Und dadurch ist jetzt ein Haken da. Jetzt kommen wir zu der. Ich habe aber leider nur eine weitere Waffe davon gehabt. Deswegen habe ich einmal Glimmer Break. Aber wenn ihr Waffen verkauft, also ihm halt 5 Schnellwaffen verkauft, die ihr nicht braucht, dann kriegt ihr solche Limit Break Dinger. Warte, ich wollte noch einen Screenshot machen für einen Guide. So. Und dadurch kann ich das jetzt auf hier kann ich die Max Limit Break machen. Und jetzt muss ich noch einfach hier. Ach ja, übrigens bei der EX-Waffe ist es, je weiter sie gebreakt wurde, also eben halt erwartet wurde, desto mehr Fähigkeiten hat denn zum Beispiel den EX-Skill. Aber ich werde besser jetzt kurz mal die Waffe mit den Orbs. Ja, verdammt. Ja. Aber es ist eine EX-Waffe, die schon wo Realization aktiv ist. Das heißt, ich kann jetzt sie realisieren. Und dafür brauche ich so ein Buch. Die sind etwas seltener, aber ihr könnt sehr viele, sobald ihr eben halt gut ausgerüstet seid, könnt ihr ältere Sachen immer machen, wo ihr sowas kriegt. Das ist dann immer leichter zu machen. Und ja, schauen wir mal. Und man kriegt immer einmal, dass man dann weiter breaken kann, kriegt man dann immer so einen Barren. So. Das heißt, sie ist jetzt realisiert. Das heißt, er kann noch mal mehr CP. Und ja. So, jetzt muss ich wieder die neu verstärken. Und ich zeige euch mal die Waffe jetzt. Hier. Wenn ich sie weiter gelimbreakt hat, hier ist kommt der Effekt dann noch weiter.
Und dann kommt richte nochmal der Effekt weiter. Und hier ist kommt der Effekt dann. Er ist momentan in Japan ein richtig starker Charakter. Und ganz ehrlich, ich mag. Ich mag Final Fantasy 4 auch ganz gerne. Deswegen. Sache ist, er ist aber kein DD. Meistens, nur, wenn ihr ihm halt nicht so gut vorankommt, dann macht es nicht unbedingt bei Support-Charakteren, sondern bei DDs, weil die sind vom. Die brauchen Stärke eindeutig. Ich spare noch ein bisschen, weil ich möchte, sollte ich doch noch Noctis Burstwaffe kriegen, möchte ich denn seine EX-Waffe jemand weiter machen. Aber ich kann schon mal hier Stärke hoch machen weiter. Aber. So, schauen wir mal weiter. Wir schauen zum Training Board. Weil jetzt könnt ihr sehen, ich habe noch mehr passive Sachen freigeschaltet. Und dadurch kann ich jetzt hier weitermachen. So, ist nochmal einiges dazu gekommen, einfach um ihn nochmal stärker machen zu können. So. Also, ich erkläre kurz mal das und dann will ich gleich das schneiden, damit das Video ist jetzt schon lang genug. Jetzt gehe ich zu den hier Armor Token Exchange. Mittlerweile gibt es so viele Charaktere, das ist wirklich wichtig. So, ich habe davon 0 und hier, ich muss das Max Limit breaken, um dann die zu kriegen. Und die kann auch realisiert werden. Das werde ich dann gleich etwas abkürzen. Ich mal gucken. So, jetzt habe ich seine Ausrüstung noch mal gemixt. Hier, ich habe auch seine Rüstung immer halt full im Break. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Hier, die Waffen, die haben auch noch hier, also immer die Charaktere haben auch noch vier Slots. Die kann man dadurch kriegen, wenn man wenn man die Waffen, also die EX-Waffen, maximal gelimitbreakt hat. Zum Beispiel bei Tifa habe ich das und dadurch Critical Attack Up Longer kann ich ausrüsten. Möchte ich aber jetzt nicht. Mittlerweile ist es auch so, durch Events kriegt man ein paar Sachen. Aber ich werde jetzt erstmal euch zeigen, wie es aussieht. Ein Charakter, der zwar eben halt starke Waffen hat, aber eben halt nichts ausgerüstet hat. Also quasi. Seine passiven Bonus durch Level nicht hat, die passiven Bonus durch die Waffen nicht ausgerüstet hat und auch die passiven Bonus durch alles mögliche, durch die Boards und sowas. Okay, die Boards haben ja noch gegeben, aber die ausrüstbaren nicht. Daher zeige ich euch das mal jetzt einfach. Ich bin etwas knapp an Geld, es war gerade etwas teuer. Daher mache ich jetzt hier die Golden Cactus. So, ich zeige euch jetzt einmal, wie Cecil es macht, ohne alles ausgerüstet zu haben. Ohne was mitzunehmen. Wer weiß, ob ich das überhaupt schaffe. Also ich habe nur mit ihm drei Boards und hier drei Summon-Boards und zwei Charakter-Boards freigeschaltet. So. Okay, das war vielleicht ein Scheißkampf. Scheiß Idee. Weil diese Moves, das war ein Moves, ne? Ja, Moves, können hier. Normalerweise ist das ein AOE-Skill, wenn die ausgerüstet hat. So, also ihr seht, ich habe große Probleme.
Vielleicht schaffe ich euch noch gleich zu zeigen, wie der Limit Break aussieht. Also der DX. Ja, Paladin Force nutzen. Ich habe beide gekillt. Ah, durch die DX-Waffe. Aber wisst ihr was? Das dauert zu lange. Daher werde ich jetzt einfach jetzt mal ihn voll ausrüsten und euch zeigen, wie wichtig es ist, jede einzelne der Sachen zu machen. So. Bei Auto muss man gucken bei dem Artefakt Passives, dass die meistens das nehmen, was eben halt nicht so toll ist. Aber es sieht gut aus, was sie machen. Weil das und das will ich nicht. Aber ist einfach so. 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 Equipment Passive ist auch alles ausgerüstet. Okay, dann fange ich den Kampf an. So. Die sind jetzt rot, weil ihm halt auch der Waffenskill ausgerüstet ist. Ja. Komm, ich kann nicht mehr. Könnte ich, dass meine Angriffe für die ganze Gruppe Licht sind, aber machen wir hier weiter. Ich glaube, ich muss nicht großartig erwähnen, dass es jetzt deutlich stärker ist. So. Da ist es so wichtig. Jetzt habe ich einen guten Farmer. Er kann jetzt richtig gut farmen. Hier, er heilt sich alles drum und dran. Jetzt ist er viable. Also ist er nutzbar. Oh, hat überlebt. Aber nein, meine Turnrate ist dadurch erhöht. Da kann ich euch nochmal Sales Fall zeigen. So, und jetzt Paladin Force. Und es ist nicht mal das Stärkste, was er momentan sein kann. Es fehlen mir noch sieben Summonboards, ein Charakterboard. Und seine EX-Waffe ist noch nicht ganz realisiert. Also ihr seht, wie wichtig es ist, überhaupt das zu verstärken. So, danke fürs Zuschauen. Ganz ehrlich, es ist mein Lieblings-Handy-Game. Es wird mehr Content dazu geben. Und ja, dann bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.